Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Trend Raider Trendbox aus dem Monat Oktober. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir in diese sehr extravagante Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jeden Monat überrascht uns die Trend Raider Trendbox mit allerhand verrückten Produkten. Ich glaube mindestens 7 Produkte, mindestens 85 Euro Warenwert. Trendige Produkte, nachhaltige Produkte, Fakten. Ab 29,95 kostet die Box pro Monat. Ich verlose in diesem Video eine individuell zusammengestellte Beauty-Box. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. Und ich habe einen Code für diese Box, Claudi15. Also ich gucke die ganze Zeit auf die Box und denke nach. Damit kannst du 15% sparen. Habe ich noch was vergessen? Aus den Bereichen Beauty, Food, Lifestyle, Fashion, dies, das, Ananas sind die Produkte in dieser Box und ich bin sehr gespannt, was jetzt im Monat Oktober hier drin ist, weil die Trend Raider Box lässt sich jeden Monat irgendwas Verrücktes einfallen. Und jedes Mal denke ich mir, ja, so eine Packung Mehl, ne? Oder so ganz verrückte Dinge, ja, so eine Brotbackmischung, kannst du gebrauchen. Ist so. Und das ist auch halt etwas, nicht nur, weil das halt so abwechslungsreich ist, ist diese Box sehr spannend, sondern weil das irgendwie so sinnvoll und liebevoll ausgewählt ist, was da drin ist. Und deswegen schauen wir jetzt in die Box hinein. Ich mache die mal auf. Da erwartet mich erstmal ein bisschen Füllmaterial. Das ist aus Papier, das wird weiterverwendet. Fall in Love ist tatsächlich das Motto. Da muss ich persönlich ja an Sarah Isabel denken. Ne? Also die ist ja so eine Herbstnudel, das kann man nicht anders sagen. Herbstlicher kann ein Mensch einfach nicht sein. Die liebt den Herbst. Ich glaube, sie ist auch so dafür prädestiniert, dass sie dann so von Pfütze zu Pfütze hüpft mit Gummistiefeln und sich darüber freut. Oder dass sie irgendwelche Herbstblätter, das macht sie, Herbstblätter sammeln macht sie. Und dann macht sie irgendwelche total fancy-pansy Bilder damit. Die Frau ist eine Herbstfrau, richtig cool. Ich bin nicht so der Herbstfan, das ist für mich so diese graue Jahreszeit. Ne? Auch wenn Mr. Bauchi eigentlich so ein Herbst- oder Winterkind werden wird. Der Herbst ist nicht meine Zeit. Nee, es ist kuschelig, definitiv. Aber ich würde nicht sagen Fall in Love. Also ich würde nicht, wobei ich bin im Herbst Fall in Love, weil ich am 17.11. Jahrestag mit meinem Schätzelein habe. Ne? Dieses Jahr 17 Jahre, Leute. Ich sag's euch, es ist so krass. Wobei ist der 17.11. Winter oder ist das noch Herbst? Man weiß es nicht. Also wir hatten schon Jahrestage, wo Schnee lag. Ne? Okay, so. Jetzt muss ich auch leider das Liebessiegel brechen. Und dann schauen wir jetzt einfach mal in die Box. Und ich sehe einfach, dass wir hier direkt Nudeln drin haben. Und das ist halt das, was ich so feiere, ne? Da ist ein Paket Nudeln drin. So, bevor wir aber zu den Nudeln vorstoßen können, oh, ich sehe hier noch mehr richtig coole Sachen, habe ich hier allerhand Klimbim. Das gucken wir uns mal in Ruhe an. Trend Raider kommt aus Berlin und ich muss unbedingt, wenn ich mal Mr. Bauchi nicht mehr im Bauch habe, sondern in den Arm halten kann, eine Berlin-Reise machen, wo ich dann auch ein paar Kooperationspartner treffe. Ne? Weil Berlin ist echt so eine Metropole, kann man nicht anders sagen. Dann hat die liebe Sarah meine Box gepackt. Du musst die Kärtchen von 1 bis 10 sammeln, damit du halt so eine Special-Box bekommst, was ich cool finde. Ich sammle die auch immer fleißig. Dann deine grüne Adventszeit, entdecke nachhaltige Marken im neuen Trend Raider Adventskalender mit einem Warenwert von über 230 Euro. Ich hoffe, dass er kommen wird, bevor Mr. Bauchi schlüpft, damit ich ihn euch zeigen kann. 24 Tage, 24 vegane Überraschung. Ich glaube auch, dass die Box mittlerweile komplett vegan ist. Ja, verkürze dir die Wartezeit bis Weihnachten. Ich liebe Adventskalender. Ja, und mit Trendkalender 5 bekommst du 5 Euro Rabatt. Mensch, hier geht's direkt zum Adventskalender. Ich will ihn vorher schon haben. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So, dann habe ich hier das Fall in Love. Er sieht ehrlich gesagt nicht so glücklich aus wie sie. Guckt euch mal dieses Bild an. Oder was meint ihr? Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall ist das ein Paar-Moment. So, in der Oktoberausgabe Goldene Gemütlichkeit, deine Fall-in-Love-Box. Wir gucken mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben.
Draußen dämmert es langsam. Du stehst mit einer Tasse Tee am Fenster und beobachtest die letzten goldenen Sonnenstrahlen, die perfekt zu den orangenen Blättern passen und den Oktober so golden machen. Du zündest deine Lieblingskerzen an, holst eure gemeinsam gebackenen Keksen aus dem Ofen und lässt mit deinen Liebsten den Abend entspannt auf dem Sofa ausklingen. Das war sehr kitschig und romantisch. So oder so ähnlich haben wir den Herbst-Vibe, lieben wir den Herbst-Vibe und bringen dir mit der Fall in Love Box Gemütlichkeit und gemeinsame Zeit im Oktober nach Hause. Von kleinen Botschaften über entspannende Wellness-Produkte bis hin zu leckeren Mahlzeiten und Snacks, verliebe dich mit uns in die herbstliche Jahreszeit und verbringe entspannte Stunden zu zweit mit deiner neuen Trendbox. Also nur die Trendbox und ich oder die Trendbox mein Freund und ich? Mal gucken. Dann hat der liebe Stefan von Trendradar ein kleines Zitat hier abdrucken dürfen. Ich habe das Glück, schon fast 2 Jahrzehnte mit der Liebe meines Lebens zusammen zu sein und mit meiner Tätigkeit bei Trendradar eine von mir gepackte Trendbox zu schenken, um ihr jeden Monat neben mir und unserem Sohn was Schönes und Nachhaltiges für den Alltag zu schenken. Das ist schon süß, ne? Dann sind hier die ganzen Produkte aufgeführt und da geht die Party wohl ab. Dann haben wir hier noch Stadt, Land, Liebe. Oh, das finde ich schön. Was wären kühle Herbsttage ohne entspannte Spieleabende? Auf jeden Fall langweiliger. Schnapp dir daher deinen Partner oder deine Partnerin und probiert unsere Version von Stadtland Fluss aus. Das finde ich ja cool. Mensch, kann ich dann ja kopieren? Und dann mache ich das mit Schatzi mal. Unsere sozialen Projekte, das haben wir mit dir geschafft. Das ist natürlich auch schön, ne? Herbst-Bucketlist, auch das ist süß. Oh, Herbstkranz, Behind the Boxes, ach, auch cool. Bilderrahmen, ach so, hier ist immer irgendwie eine Anleitung drin, was du mit der Box anstellen könntest, anstatt sie wegzuschmeißen. Ich verwende sie einfach als Versandkarton. Ne? Dann haben wir auch immer eine Rezeptidee mit dabei. Das ist jetzt hier Verfalle mit Kürbis-Thymian-Soße. Ist natürlich jetzt passend für Herbst, ne? Kannst du die auch rausschneiden. Und jetzt haben wir noch einen Spoiler, deine Trendbox im November. Im November erwarten dich neue nachhaltige Produkte, die dir dabei helfen, wieder in Balance zu kommen. Wir atmen tief ein, schauen nach innen und lassen die Seele baumeln. Kurz im Moment innehalten und genießen. Unseren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen, die uns immer so entspannen wie Kochen, Malen oder Backen. Oder einfach mal in der Badewanne liegen und die Welt Welt sein lassen. Und wenn wir ausatmen, sind wir aufgeladen. Oder wenn wir ausatmen, haben wir Mr. Bauchi geboren. Denn da ist der errechnete Entbindungstermin, der 14.11. Leute, November ist bei uns so der Monat, wo alles immer so steil geht. Ne? Habe ich eben noch mit meinem Freund drüber gesprochen. 5.11. erster Kuss, 17.11. sind wir zusammengekommen. Sammy ist zu uns gekommen Ende November mal und vor 6 Jahren tatsächlich, der wird dieses Jahr 8. Und Mr. Bauchi wird geboren im November. Das ist einfach so krass, ne? November ist so bei uns so dieser Umbruchmonat. Obwohl wir beide den November ziemlich furchtbar finden, passieren da eigentlich die schönsten Ereignisse unseres Lebens. Aufregend. Sehr aufregend. So, ich habe jetzt schon 10 Minuten gequatscht. Kann das sein? Wow, ich fange an mit Verfalle mit Nudeln. Bio-Dinkel-Verfalle ist ja gesund und munter, ne? Von Altgold. 500 Gramm Nudeln, natürlich in Papier verpackt. Sowas finde ich auch wirklich schön. Das ist halt wirklich diese nachhaltige Geschichte, die Trendradar auch wirklich komplett durchzieht. Das finde ich großartig. Ja, nur 4 Minuten kochen, dann hast du die halt quasi al dente. Aber wir sind kein al dente-Fan. Ich bin so ein Nudel-Ess-Fan. Die dürfen auch gerne nicht mehr bissfest sein. Genau. Finde ich klasse, weil so hast du halt immer sowas zu Hause und jetzt gerade in der aktuellen Zeit ist sowas ganz schön begehrt und teuer und da machst du dir dann einfach, ja, entweder die Soße, die du zu Hause hast drüber oder Ketchup. Ich verwende gerne Marmelade oder tatsächlich einfach Zuckernudeln, finde ich auch großartig. Nudeln mit Apfelmus und nein, das ist nichts, was mit der Schwangerschaft zu tun hat bei mir, Leute. Das ist das, womit ich groß geworden bin und ich bin groß geworden, ich bin 1,73 und deswegen, ja, also Nudeln, ne? Sobald ich ein Paket Nudeln zu Hause habe, bin ich schon mal für eine ganze Weile versorgt, weil alternative Soßen habe ich immer da. Guck mal, dann haben wir hier noch ein bisschen Beauty, das finde ich ja auch immer schön. 24 Karat Gold Augenpads, zwei Paar, das ist ja cool, von La Naturelle.
Mit Wasser, Kollagen, Vitamin C, Vitamin E, Hyaluronsäure, Provitamin B5 und Gold. Das ist einfach so edel, ne? Aber das passt natürlich zu dem goldenen Herbst, den wir erreichen wollen. Mit Soforteffekt. Kannst du natürlich auch in den Kühlschrank packen, dann kühlen die halt auch richtig schön. Feuchtigkeit soll es geben, kleine Fältchen werden reduziert, Schwellung und dunkle Augenringe verschwinden für ein frischeres Aussehen. Ich mag Augenpatches, bin ich wirklich glücklich drüber und wird verwendet werden. Dann habe ich hier noch was Foodie-mäßiges. Feel Food Red Lentil Dull. Okay, das ist was für meinen Freund. Der ist nämlich ein Linsenfan und ich gar nicht. Wobei, hier ist Cashew und... Nee, das ist eher was für mich. Dann würde ich mir das halt gönnen. Jo. Weil mein Freund mag gerne Linsen, ich jetzt nicht ganz so gerne. Aber hier sind auch Cashewkerne und Kokos mit drin und das ist halt eher was für mich. Ne? 85 Gramm haben wir hier drin enthalten und sowas gießt du dir einfach mal eben schnell mit Wasser auf, mit heißem Wasser. Wenn du mal Bock drauf hast. Ich weiß, das sind jetzt nicht so super gesunde Sachen, immer diese... Deckel auf und los geht die Party-Geschichten. 5 Minuten Terrine wollte ich eigentlich dazu sagen. Ne? Aber für mal so ab und an. Warum nicht? Wenn es mal schnell gehen muss. Ich bin bald Mutti. Da wurde mir gesagt, Claudi, du wirst lernen, dass Essen keine Selbstverständlichkeit ist, dass warmes Essen keine Selbstverständlichkeit ist und dass du immer dann essen solltest, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Deswegen ist sowas, glaube ich, wirklich zwischendurch mal ganz cool, wenn man halt einfach keine Zeit hat, groß zu kochen oder großes Rampampam zu machen. Klar, mein Partner unterstützt mich sehr, meine Familie unterstützt mich auch sehr. Also die sind alle total heiß drauf, uns zu helfen, oder unsere Familie, ne? Sowohl von mir als auch von meinem Freund. Die wollen uns alle helfen, was ich so wundervoll finde und was ich auch wirklich dankend annehmen werde. Trotzdem wird man dann ja auch den einen oder anderen Tag haben, wo man vielleicht so kurz vorm Verzweifeln ist und sich dann trotzdem irgendwas essen möchte. Und da kann man sich dann entweder einen schönen Teller Nudeln gönnen oder einfach mal so eine Linsen 5 Minuten Terrine Geschichte. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Und ja, in dem Großen und Ganzen, durch die Schwangerschaft ernähre ich mich wirklich gesund. Ich habe richtig viel Bock auf Obst und sowas. Mehr als auf ungesunde Sachen. Ich nasche nur noch sehr, sehr wenig und esse mir dafür super viel Obst. Hier habe ich auch was drin, was so schnell aufgegessen sein wird. Also bislang wirklich alles Produkte, die ich hart feiere. Ne? Beauty Sweeties, Schmetterlinge, das sind vegane Geschichten mit Coenzym Q10, Aloe Vera und Biotin. Die sollen halt von innen so schön machen. Ich muss einfach sagen, keine Ahnung, ob die das machen. Die sind auf jeden Fall super, super lecker und ich gönne mir die richtig gerne hart. Sind auch ehrlich gesagt gar nicht so teuer, wenn du dir die im DM oder so kaufen würdest oder im Rossmann. Ne? Gibt es im Rossmann? Weiß ich nicht. Und ich weiß, dass diese Packung eingeatmet wird, wenn ich dieses Video schneide. Dann habe ich hier etwas drin. Das ist Happiness Multimedia Sticker. Individuell, überraschend, datenschutzkonform. Für 3 persönliche Grüße mit Wow-Effekt. Für ein fröhliches Herz ist jeder Tag ein Fest. QR-Code-Sticker auf Grußkarte oder Geschenk kleben. Sticker scannen und Meme-Tel-App runterladen. Ach, da musst du eine App runterladen. Persönliche Grußbotschaft mit Video und Fotos erstellen und ab die Post. Mhm. Der Empfänger benötigt keine App. Ach, das ist wichtig. Das ist gut. Um sich die Grußbotschaft anzuschauen, lediglich ein Smartphone oder Tablet, das den QR-Code erkennen kann. Die Grußbotschaft bleibt für mindestens 3 Monate datenschutzkonform von deutschen Servern abrufbar und wird danach gelöscht. Natürlich kann die Grußbotschaft vom Empfänger auch heruntergeladen werden. Okay, das ist natürlich eine Information, die ich gut finde. Hier gibt es auch ein Erklärvideo, was du dir dazu angucken kannst. Also kannst du dann quasi eine digitale Grußkarte erstellen, die dann quasi die Person, die das Geschenk bekommt, abrufen kann, anstatt von, ich habe eine Karte beigelegt, wo ich handschriftlich was draufgeschrieben habe. Ist nachhaltiger. Wenn ich so dran denke, also meine Eltern gehören zu der Generation von den Leuten, die halt super gerne Karten schreiben, was auch schön ist, ne? Liebe ich. Ich liebe die Handschrift von meiner Mama zu sehen. Ich liebe es zu lesen für das Geburtstagskind Claudia. Also das ist so, oh, das ist einfach Kindheit und das ist süß. Und es wird sie noch machen, wenn ich 50 bin. Das weiß ich und das ist auch cool. Also ich werde es feiern, wirklich. Und ich werde es bei ihr aber, glaube ich, genauso durchziehen. Wenn Mom irgendwann 80 ist, kriegt die auch eine Karte von mir für das Geburtstagskind. Andrea weiß Bescheid, ne? Und deswegen finde ich das eigentlich ganz süß, weil die wunderschönen Karten, die man bekommt, du bewahrst nicht alle Karten auf. Karten, die ich jetzt so in
hier Zuschauerpost und sowas drin habe oder solche Briefe und so, die kommen an einen separaten Ort, wo sie halt dann auch aufbewahrt werden. Das ist so eine schöne Kiste, wo ich reingucken kann, wenn ich mal traurig bin. Und dann lacht mein Herz, ne? Aber bei einer Geburtstagskarte, bin ich ehrlich, die bewahre ich wirklich dann nur so 3-4 Monate auf, ne? Und dann ist es eigentlich echt süß, wenn man auch so eine Karte mal nehmen kann. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich das mal ausprobieren werde. Die Frage ist halt nur, ob der Empfänger der Karte das versteht. Also ich meine, du kannst es ja sagen, wenn du das Geschenk übergibst, so einen QR-Code scannen, weil ansonsten wird das dann wahrscheinlich weggeworfen, das Papier, Geschenkpapier oder was auch immer. Wobei auch Geschenkpapier nicht nachhaltig ist, ihr wisst, was ich meine. Schwierig. Ah, ich habe eine Freundin, die ist Minimalistin, die liebe Sandra. Ich glaube, dass ich einen davon für ihr Geburtstagsgeschenk nehmen werde. Mal gucken. Also ich fände es cool, weil die kriegt immer einen Gutschein von uns und dann kann ich eher da drauf, weil ich ja sowieso dann den Gutschein schon habe, diesen QR-Code drauf machen, weil die wünscht sich immer irgendwelche Gutscheine. Das dauert noch ein Jahr, aber okay. Das wäre auf jeden Fall cool. Mal gucken, wie lange halten denn diese Gutscheine, diese QR-Codes. Das steht hier jetzt nicht drauf. Ich glaube, das wird einfach ewig halten, ne? Okay, ja. Gut, habe ich schon mal eine Idee. Dann habe ich hier Café Royal. Okay, die können wir nicht verwenden, weil wir keine Kapselmaschine haben. Karamell 4 von 10. Keine Ahnung, was das heißt. Nespresso original kompatibel. Da sind 10 Stück drin. Ja, brauchst du halt so eine Kapselmaschine. Ich weiß nicht, wie nachhaltig solche Aluminium-Caps sind, Leute. Deswegen finde ich es gerade ein bisschen interessant, dass wir sowas in der Trendradar-Box finden. Bin ich ehrlich. Ich meine, gut, 100% recycelbar steht hier drauf. Das ist schon mal das Positive, vielleicht deswegen, ne? Weil die Trendradar-Box hat hier auch immer sehr, sehr nachhaltige Marken drin, die sie uns gerne vorstellen möchte. Deswegen finde ich das gerade sehr interessant. Wird aber definitiv weiter wandern, weil, wie gesagt, keine Kapselmaschine in diesem Haushalt. Wir haben Kaffee-Vollautomaten. Dann habe ich hier von Skön etwas drin. Das wird sehr teuer sein, weil Skön ist eine sehr, sehr teure Marke. Aua, hatte ich letztens auch eine Gesichtscreme. War das nicht auch in der Trendradar-Box? Die war auch so sackteuer. Body Scrub Crystal Peeling. Quarzkristalle, Crushed Apricot Samen. Okay, unparfümiert, 100 ml. Das ist für den Körper. Ne? Also so ein mechanisches Peeling würde ich persönlich jetzt nicht fürs Gesicht verwenden. Das wird immer für den Körper verwendet. Steht ja auch Body Scrub drauf. Hier in diesem Video habe ich euch verschiedene Peeling-Arten vorgestellt. Wenn dieses Video jetzt online kommt, ist wahrscheinlich dieser Code nicht mehr gültig. Das ist ein bisschen schade, Schokolade, dann wartet noch ein bisschen. Vielleicht kommt irgendwann zum Ende des Jahres nochmal einer. Mal gucken. Auf jeden Fall wird das hier in meine Backups kommen, denn ich mag gerne Body Peelings. Also das macht dann einfach eine schöne, schöne, zarte Haut und ja, das freut mich doch. Das nehmen wir doch. Dann habe ich hier was drin. Turmeric Sampler, Indian Superfood with Powerful Curcumin. Herbal Teas, ach, das ist, den hatte ich glaube ich schon mal, von Vadam India. Da haben wir 4 Teebeutel drin. Ich meine, dass ich den auch schon mal probiert habe. Turmeric ist glaube ich Kurkuma, das ist mir zu intensiv. Ich habe halt eine Zeit lang, bevor ich jetzt dann letztendlich Gott sei Dank schwanger geworden bin, mir diese goldene Milch halt hart reingezogen. Und seitdem ist es einfach so, dass ich genug Kurkuma und Ingwer für die nächsten Jahre zu mir genommen habe. Ist natürlich jetzt super, ne? Das wärmt ja auch schön von innen. Ist 1A und klasse für die Herbstzeit. Aber ich habe mich da einfach ein bisschen dran satt getrunken, um das mal so zu sagen. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen was drin. Das sind 3 verschiedene Sachen. Die nehme ich jetzt hier mal zur Seite. Hallo. Entschuldigung. Oh. Einmal habe ich hier Fall in Love with Berlin. Das ist einfach so ein Kärtchen, ein Herz. Das finde ich hübsch. Das ist wahrscheinlich auch ganz toll als Karte gedacht. Ne? 44 Spaces Design Manufaktur. Ach so, Handmade in Berlin, Kreuzberg. Auch das wird seinen Wert dann sehr wahrscheinlich haben. Weil das dann wahrscheinlich irgendein Kunstbild oder sowas ist. Keine Ahnung. Jetzt blinkt auch noch mein Akku. Das ist ja frech. Ob ich mir das jetzt irgendwo hinstellen würde, glaube ich jetzt ehrlich gesagt eher weniger. Aber ich würde es als Karte verwenden, ne? Weil ich packe ja auch immer, wenn ich Verlosungsboxen selber von hier aus packe und versende, immer einen kleinen Gruß mit dabei. Hier hätte ich jetzt sehr viel Platz, um was drauf zu schreiben. Ja, ist okay. Aber ja, ja, ne? Dann habe ich hier noch was drin enthalten und zwar Pure Essential Aroma Stress Roller.
Aroma-Stress-Roll-On-Formel, 100% natürlich, bewiesene Wirksamkeit, hilft zur Förderung der Entspannung und des Wohlbefindens. Ab 7 Jahre 5 Milliliter. Okay, ohne Konservierungsmittel. Ja, für ein bisschen mehr Om in Your Life ist das wahrscheinlich auch eine ganz schöne Geschichte. Ich kenne sowas. Ja, in der Taobox hatte ich sowas auch wohl schon mal mit drin. Geil, die Verpackung und dann dünn. Ich lieb's. Haben wir hier diesen Aromaroller mit dabei. Ist aus Glas. Vorgebrauch gut schütteln steht hier drauf wahrscheinlich, weil das so ein Zwei-Phasen-Ding sein könnte. Weiß man nicht. Ich kann ja mal dran riechen, ne? Aber wenn man so wirklich sich entspannen möchte und zur Ruhe finden möchte, dann wird sowas gut sein. Weiß ich nicht, packe ich mir das in der Kliniktasche, nehme ich das mit in den Kreissaal oder werde ich das dann gegen die Wand werfen? Man weiß es nicht. Riecht auf jeden Fall angenehm, hat ein bisschen was Zitrisches mit dabei, aber auch ein bisschen was von einem Erkältungsbad, hätte ich jetzt gesagt, vom Duft her, ne? Ja, aber dann hat man hier auf jeden Fall so einen Roller mit dabei. Muss man mal halt gucken, ne? Ob das was für ein. Ich muss sagen, ich habe öfters mal sowas auch in Boxen drin gehabt. Hab mir gedacht, geile Idee. Hab das dann irgendwo auch immer wirklich, ne, im Wohnzimmer auch stehen gehabt, aber ich habe es nicht wirklich angewendet. Das ist dann halt immer so die Sache, wo ich sage, das ist schade. Ohne synthetische Duftstoffe. Ich glaube, das gebe ich lieber weiter an jemand anderen. Und dann wird die Person sich da mehr drüber freuen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. So, und dann habe ich jetzt last but not least hier etwas mit drin von Räder. Kleiner Glücksbringer. Mhm. Glücksbringer kann ich definitiv gebrauchen. Da habe ich hier so ein kleines Samtsäckchen mit drin. Das ist süß. Sehr süß. Lieblingsmensch. Oh, wie süß. Sowas kriegt man aber eigentlich geschenkt. Das hat man dann ja nicht. Also die Box kann ja nicht entscheiden, ob man der Lieblingsmensch ist. Wisst ihr, was ich meine? Sowas kriegt man, also da kann man dann ja auch weiter verschenken. Ja. Das ist eine süße Botschaft, aber man kriegt es halt einfach nicht auf. Was ist hier los? So, also hier habe ich jetzt einmal das Ding, was rausgefallen ist, also den Glücksbringer. Aber ich möchte gerne dieses Kärtchen hier mit rausnehmen. Ein Lieblingsmensch ist jemand, der immer bei dir ist, auch wenn es mal stürmisch wird. Und dann hat man hier einfach so ein wirklich niedliches kleines Bötchen drin aus Metall. Wie so ein kleines gefaltetes Papierbötchen. Das ist schon süß. Das ist schon süß. Wirklich. Also wenn man sowas verschenkt oder, ne, sowas geschenkt bekommt, ich glaube, da freut man sich drüber. Und jetzt gerade, wenn man so drüber nachdenkt, ist es auch dann die Zeit der Besinnlichkeit und die Zeit, wo man Adventskalender packt und verschenkt. Ne, ist sowas, glaube ich, ganz niedlich. Also hätte ich dieses Jahr die Zeit, halt sowas zu packen, würde ich definitiv dann auch meiner Mama oder meinem Papa sowas reinpacken. Ich glaube, die würden sich da echt drüber freuen. Das ist schon süß. Ich bin gerade echt ein bisschen so, das ist niedlich. Ja, ihr Lieben, das war jetzt hier die Trend Raider Box. So, sagt mal was. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie fandet ihr die Box? Ich fand die, ehrlich gesagt, richtig gut, denn ich werde fast alles aus der Box auch selber behalten wollen und können und verwenden. Ich mag die Food-Produkte, die hier drin sind, super gerne leiden. Das muss man nur halt hoffen, dass sie auch schmecken. Ich finde die Beauty-Produkte sehr schön, die Lifestyle-Produkte, was jetzt nicht so super viel war. Ne? Das war halt diese Kartengeschichte, das Lieblingsmensch und Fall in Love with Berlin. Finde ich persönlich eigentlich auch ganz schön, auch wenn ich diese Karte nicht unbedingt gebraucht hätte, aber trotzdem irgendwie schön finde. Ja, ansonsten, also gute Box. Ne? Ja. Und ich glaube, so Richtung November, Dezember kriegen wir dann auch mehr ein bisschen mehr so diese Gemütlichkeit und Kuscheligkeit und vielleicht irgendwie Handschuhe oder ein Schal oder sowas mit dabei. Sowas ist halt auch immer eine ganz coole Nummer. Also ich finde die Box gut. Ne? Und ja, deswegen vielen, vielen Dank an das liebe Trend Raider Boxenteam, dass ihr mir die Box zugeschickt habt. Ich habe mich drüber gefreut. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!